meine halt so, momentan ist es ein großes, also halt so zwischen den Häusern so ein bisschen, wirklich absichtlich ein bisschen dazwischen gebaut. Momentan ist halt da, wo wir gebaut haben, großes Graslandschaft. Ja. Und dazwischen Bäume. Also halt hier zwischen Turm und unserem kleinen Dorf bis jetzt Bäume. Das ist es, was ich meine. So zum Beispiel zwischen dem Lager und dem Naja, das hat man jetzt alles hier freigeräumt, deswegen können wir jetzt noch hinbauen. So absichtlich, naja, aber dann meine ich, dann wäre das Eck da hinten eigentlich schon ziemlich gut und Ding. Weil irgendwie mag ich das, also was mir echt gefällt, ist, wenn du wirklich die Wege entlang gehen musst, so ein bisschen, um die Häuser auch zu sehen und alles. Und nicht so von 5 Kilometer Entfernung, ey, guck mal. So schaut die ganze Stadt aus. Dass sie halt auch ein bisschen versteckt ist. Was ich schade finde, ist, dass hier kein Dschungelgebiet irgendwie in der Nähe ist. Ich würde gerne ein Dschungelbaumhaus bauen. Das hatte ich schon lange vor. Sogar in Vanilla. In Vanilla im LP. Ich muss mal schauen, wie ich das LP eigentlich auf, also das dann auf die 1.8 oder sowas hochhebe. Oder vielleicht lasse ich es sogar auf der 1.5. Ach so, ach, war das immer noch auf 1.5? Das war 1.5.1, ja. Bis zum Schluss 1.5.1. Weil ich hab's von der 1.4.6 auf die 1.4.8 und dann auf die 1.5.1 und da hab ich dann richtig die Messerküsten drin gehabt. Die abgeschnittenen. Und das war das, was mich so, naja, ziemlich genervt hatte. Jetzt habe ich sie an sich ja ganz gut mit irgendwie benutzt. Ey, hört ihr mal auf? Hier kommen andauernd Skelette raufgelaufen. Na, es schaut schon ganz cool aus an sich. Ist das Schwarzeiche? Ja. Haben wir davon überhaupt genug? Nö. Da müssen wir dann. Noch ganze 2 Blöcke. Da können wir dann ja nochmal in der nächsten Aufnahme oder sowas Schwarzeiche holen gehen. Ja. Gehen wir zu zweit, dann geht's fixer. Oder ich geh Strip und du holst Schwarzeiche. Oder sowas. Da muss ich mir aber dann Eisenspitzhacken nehmen. Weil die Diamanten schaut nicht mehr gesund aus. Wir haben einfach keine Diamanten. Ich hätte mal vorhin vielleicht, glaube ich, nicht die Diamantschuhe machen sollen. Hätten wir noch 4. Also ich finde es schon schön eigentlich, dass die Schaufel Haltbarkeit hat. Naja. Na doch, die hält schon länger. Ich merk's schon, ich glaube, da wären schon mindestens 3 kaputt gegangen. Und immer 3 Schaufeln im Inventar haben, wenn du sowas machst, ist auch blöd. Das ging diesmal fixer als das letzte Mal. Naja, ich bleibe mal hier stehen. Wollen wir dann sagen Tschüss oder wolle nicht? Jo, also dann. Dann sage ich mal, wir verabschieden sich, während sich Ninko der ganz epischen Schlacht noch da hinten liefert. Wir sind diesmal echt weit gekommen, waren ja fast 3,5 Stunden. Ninko hat seinen Turm da hinten fertig gekriegt. Also fast fertig bis auf die Brücke. Warum habe ich ihn jetzt ein Level gekriegt? Bis auf die Brücke unten hat sein Türmchen da hinten weitergekriegt. Wir haben hier das Bauernhaus angefangen, ein bisschen die Welt noch erkundet. Und noch ein paar Wege gebaut und eine Brücke und einen neuen. Also wir haben echt viel geschafft in der Aufnahme. Jo. Und ich rede eigentlich, Ninko ist sowieso wieder, wie immer, in Grund und Boden. Nein, ich war nur etwas deprimiert, dass die Schule wieder anfängt. Oh. Ich muss arbeiten. Na gut.
wünscht, ich hätte noch Schule. Da ging mal noch alles easy. Naja, also dann, wir sehen uns. Tschüss. So, Hallihallöchen, hier zurück zu Minecraft NC. Und wir sind in einer mal neuen Aufnahme, nachdem wir es mal wieder geschafft haben. Mir hat eh schon wieder eine Folge gefehlt. Haltbarkeit Glück und du bist die Effizienz-Spitzhacke. Habe ich nur noch die Tier-Spitzhacke? Du hast Spaß am Backup bauen, oder? Nee, mich nervt das nur. Mich nervt das. Da mittendrin einfach so ein Berg. Der muss jetzt weg. Der ist ja gleich geschafft. Ist ja nur so ein winziger. Ist ja nichts Tragisches. Habe ich noch eine Schaufel? Nein, ich habe keine Schaufel mehr. Also wenn die kaputt ist, ist sie kaputt. In dem Livestream habe ich ja auch wieder ewig viel Terraforming gemacht. Ah. Hatten wir eigentlich Schafe irgendwo? Oder? Ich denke schon, irgendwo waren schon Schafe. Ich meine irgendwie Farm oder so nicht, oder? So. Nee, noch gar nichts. Also ich glaube, okay. Kühe hatten wir irgendwo. Ja, Kühe hatten wir auf jeden Fall. Ich überlege gerade, da hatten wir glaube wieder Hühner drin. Kühe haben wir doch in dem Stall gehabt. Ja, ich dachte erst, dass wir da noch irgendwie ein paar Hühner drin hatten, noch mit. No. Ah doch, hier eins ist, nee, zwei. Oh. Na gut. Ich glaube, ich werde mal Schafe suchen. Ich muss mal mein Mikro irgendwie ein bisschen anders da machen. So. Ich weiß immer noch nicht, was mein neues Projekt jetzt sein wird, weil, Nico, das würde ich jetzt traurig machen, aber Game Dev Tycoon ist fertig aufgenommen. Ist komplett fertig aufgenommen und gibt nichts mehr. Aber ich stelle irgendwie fest, dass Game Dev Tycoon mittlerweile irgendwie doch da. Ein Huhn ist drin. Zwei Hühner sind drin. Ja. Das mittlerweile irgendwie ich durch das Update und das eine Mod da, durch die eine Mod da ist es irgendwie mehr geworden. Ja. Bäh. Ich fühle mich von denen gestalkt. Ich gehe lieber wieder. Ich wollte eine Schaufel machen. Jetzt suche ich schon unser Lager. Wo ist das Lager? Vor lauter Minecraft-Welten weiß ich ja gar nicht mehr, wo was ist. Hä? Ist meine Schaufel doch gerade kaputt gegangen? Warum habe ich jetzt wieder eine in der Hand? Hä? Hast du mir eine Schaufel zugeschmissen? Nein. Also ja. Nein, ich habe nichts gemacht. Nicht? Nein. Ich habe meine Schaufel noch im Inventar. Warum habe ich jetzt eine fast kaputte Eisenschaufel hier rumflacken? So wie es ja ausschaut, kann ich noch einen Block damit abbauen. Naja, gehe ich nochmal zurück. Was ist denn das hier von Holz beim Lagerhaus? Hm? Was ist denn das für ein Holz? Hier beim Lagerhaus. Bei dem Haus hier. Hier ein neues Texture-Pick drin, ne? Erstmal gucken. Schwarz. Ach, Dark Oak. Okay. Eichen. Okay, ja, Schwarzeiche. Wo hatten wir denn da welche? Haben wir nichts mehr im Lager? Ich hatte alles rausgenommen. Muss ich noch mal gucken. Wenn nicht in die Richtung hier. Hm? Da? In die Richtung. Also in die Richtung. Bogen, ey. Mich wundert sowieso, ich habe 32 Pfeile. Yay! Woher kommen die? Ach stimmt, ich habe auch Pfeile und ein Bogen. Oh. Jetzt ist er aber kaputt. Hä? Jetzt ist er aber... Hä? Was machst du? Die Schaufel geht kaputt. So, wenn ich was reinlegen will, ist die Schaufel wieder da. Jetzt ist die Schaufel kaputt. Wird alles Hex. Jetzt ist sie. Hä? Ich konnte auch aber weiter abbauen. Müll im Inventar. Ha? Haben wir so viel Müll im Inventar? Ich habe einen Berg im Inventar. Na gut. Aber nur einen. Ja, dann geht's ja. Und einen klitzekleinen war das nur. Nichts Großes, nichts Großes. Hattest du eigentlich hier die neuen Snapshots gesehen? Ja, aber... Mit den Flügeln da, die man sich da jetzt holen kann im End. Wenn ich ehrlich bin, allein statt das mit dem Zweihandzeug nervt mich.
Ja, das hätte ich auch. Also ich hätte es mal ausprobiert, irgendwie. Keine Ahnung, man ist es nicht gewohnt, dass links etwas ist. Das ist irgendwie. Ja, einmal das, aber trotzdem nicht nur das, sondern. So, wenn ich jetzt mal rein logisch denke. Wenn du eine Schaufel hast in der Hand, kannst du ja links immer noch was haben. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, der Sound hat sich ein bisschen hochgestellt. Oder schreie ich gerade wirklich so? Ne, der Sound passt. Ich schreie gerade wirklich so. Du kannst ja, links, dann hast du ja noch irgendwas anderes. Aber wenn ich mal richtig denke, wenn ich hier so einen Block Erde wegschaufel, dann denke ich nicht, dass Steve das mit einer Hand einfach so einen Block Erde wegschaufeln kann. So realistisch mal gedacht. Naja. Ich glaube, es ist echt eigentlich nur praktisch für immer PvP halt. Eigentlich nur PvP, Limitieren, ja. Und vielleicht höchstens noch, dass wenn du irgendwie Strip-Mining machst, dass du da in der einen Hand die Fackeln hast und in der anderen. Gut, aber ich sag's mal, ich warte. Zacke, aber zum Beispiel, wenn ich warte jetzt auf Gold. Wenn wir ein bisschen Gold zusammen haben, werde ich mir sowieso einen Goldhelm machen. Weil der mit dem Dynamic Lightning Mod leuchtet. Echt? Ja. So. Deswegen hat sich das sowieso. Deswegen wollte ich ja im Livestream zum Beispiel unbedingt Gold finden. Wie viel habe ich gefunden? Eins. Ne, vier habe ich sogar gefunden. Vier Gold hatte ich sogar gefunden. Fehlt immer noch eins. Genau, eins fehlte. Ach, da hinten sind die Bäume. Diamanten haben wir noch, oder? Ja. Oder? Wenn nicht, muss ich mal mich Richtung Strip verpissen. Ein bisschen an die Stange gehen, ein bisschen tanzen. Mach ruhig. Ein bisschen an die Stange, ein bisschen tanzen, damit mir schön wieder ein paar Diamanten zugeworfen werden oder ins Höschen gesteckt werden. Aber da muss man aufpassen, dass sie nicht irgendwo reinrutschen, die Diamanten, sonst sind es keine Blutdiamanten, sondern bräunliche. Wenn man Pech hat. So wie die Erde hier. Rux, please. Ja, was denn? Gar nichts. Ich sag doch gar nichts. Gar nichts gesagt. So, Dalla. Ich wollte ja Ark streamen. Das Problem ist nur, ich habe mich noch gar nicht dran gesetzt, um da irgendwas einzurichten und zu schauen, ob es geht und so bla bla bla. Noch gar nicht gemacht. Wir haben nicht einen Diamanten. Nicht einen einzigen. Na gut, wir hatten jetzt erst hier die. Gut, wir waren auch schon wirklich lange im Strip. Ja. Du kannst ja gerne gehen, wenn du unbedingt. Wenn du unbedingt willst, dann kannst du ja. Möchtest du wohl nicht mit? Ich muss hier gerade Bäume fällen. Holz und so. Also geh ruhig schon mal vor, ich komme vielleicht nach irgendwann mal. In Folge. Ich habe gehört, du stehst drauf, wenn ich wieder so schön paar. Wie heißt's? Schluchten finde. Gefällt dir. Naja, wurde mir zugetragen. Wenn ich dabei bin, dann ist okay, also. Wurde mir zugetragen, dass dir echt gefällt, wenn ich dann unten irgendwo schreie, Ninko, ich habe eine Riesenschlacht. Ich weiß auch nicht, wer mir das so gesagt hat. Wer sagt denn sowas schon? Ich glaube, das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht? Nee, ja. Quatsch. Musst nicht unbedingt danach suchen. Also. Ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal unser Lager aufräumen. Wir haben da ja so zwei so eine, oder nee, eine große Kiste, wo irgendwie alles drin ist. So. Ja, genau, die ist über ein Redstone. Irgendwie mit Mob, Drop und Samen. Ja, ich habe hier oben jetzt noch eine Kiste mit Erde. Ah, oh, na gut. So eine Bergkiste, ja. Nee, eine Erdkiste. Nur Erde. Nichts anderes. Stimmt, in die Drop. Warte mal, wir haben doch hier eine Kiste. Hier genau, da kommt das rein. Nein! Die Pfeile kommen da nicht rein. So, hier schmeiße ich jetzt einfach mal noch ganz frech, wie ich bin, die rein. Aber wofür habe ich einen Druckplatten gemacht? Weiß das jemand? Ich weiß es nämlich nicht. So, da la.
Also ich mach den Berg weißt noch du, weg und glaube ich, gehe ich mal wirklich ins Strip, aber Effi ist fast kaputt und Lucky ist auch fast. Na, Lucky geht noch ein bisschen. Lucky ist die geht so genannt, noch. Oder was? Ja, Lucky also, ist die Lucky Spitzhacke. Lucky hält noch ein bisschen. Also ist noch eigentlich sogar noch fast ganz. Aber Effi ist gleich kaputt. Und die nächste Spitzhacke heißt dann Effi Briest. Für jeden, der es kennen sollte, falls jemand mal ein Buch gelesen hat. Oder lesen musste. Ich glaube, lesen musste ist eher so. Ich sag einmal, es gibt schon interessante Bücher, aber andere Bücher, die kannst du wirklich weg in die Tonne kloppen. Wie zum Beispiel, wir mussten das Buch in der 9. Klasse. Wir hatten, in der 10. Klasse war das, wir hatten eine Lehrerin. Diese Lehrerin wollte halt noch ein bisschen auf jung tun. Naja, gut, sie war, ich glaube, 24, irgend sowas in dem Dreh rum war die. sie wollte da auch ein bisschen jünger tun und halt mit den Mädels bei uns ein bisschen, ja, ihnen halt Anerkennung oder was weiß ich, so ein bisschen, wie halt Mädels so sind. Sich mit den jüngeren Mädels ein bisschen vertragen und sowas. Und die wollten unbedingt, dass wir Feuchtgebiete lesen. Oh mein Gott. Und wir mussten das Buch Feuchtgebiete lesen. Also ich glaube, es hat auch jeder gelesen, bis auf ich. Ich habe es anders da gemacht. Es ist echt schon so, ich dachte, gibt es nur als Film so irgendwie. Nee, das war ja mal ursprünglich. Ich habe es anders da gemacht. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Ich habe mal das Hörbuch organisiert. Das war ganz schön. Sehr viel organisiert. Ja, nennen sie mir mal organisiert, weil ich glaube, das irgendwo war, das auf jeden Fall muss runterladen konnte. Also, so illegal war es nicht, aber ich glaube, ganz legal war es auch nicht. Also, ich habe es mir halt organisiert. So, sagen wir es so. Und das war dann so, ich glaube, ich mache mal gleich zwei Schaufeln. Und ich habe damals eine Zeit gehabt, ich habe auch mal Ego-Shooter gespielt. Ich habe Wolf-Team gezockt, sagen wir so. Ich habe Wolf-Team gezockt. Und nebenbei, während ich Wolf-Team gezockt habe, habe ich mir das Hörbuch gegönnt. Gegönnt, musst du sagen. Ohne Scheiß. Mittendrin beim Rumballern und voll geht die Action ab und dann mittendrin einfach so, ja, ich rasiere mir täglich mein Arschloch. Geht voll ab. Voll stumm. Und dann noch, ja, sie hat auch Blumenkohl da unten und sowas. Oh Mann. Zum Glück kenne ich nur den Trailer. Von Feuchtgebiete? Ja, das reicht mir schon. Ich nicht und ich glaube, ich möchte ihn auch gar nicht kennen. Ich 50 Shades of Grey für extrem versaute und perverse, kann das sein? Oh nein, nein! Ich glaube, das findet keiner geil. Nein, da gibt es nicht, dass irgendjemand aus einer Klasse. Die liebe Charlotte Roach, wie heißt sie? Die Roach? War ja mal bei Stefan Raab. Und da war es ja das Schlimmste, was sie je gemacht hat. Da hat sie ja gesagt, sie hat ja früher Drogen genommen. Ecstasy und sowas. Nicht schlimm, das war ja Mode. Okay. Ja. Oh, also erstmal das, schon genial. So war ja Mode, hat ja jeder gemacht. Man war ja nicht cool, wenn man es nicht gemacht hat. Also erstmal hier, Finger weg von Drogen. Nix gut, kostet nur Geld. Also kostet wirklich Geld. Meistens nicht gerade wenig. Und man hat nichts davon. So, dann hat sie gesagt, die hat früher Drogen genommen und da haben sie, waren schon völlig drauf und alles. Und dann haben sie gekotzt. Haben sie sich übergeben. So einen Eimer drin. Und Vorsicht, jetzt wird's ekelig. Wer jetzt hat das nicht hören, wer nicht ekelige Sachen kann, der sollte für die nächsten gute 15 Sekunden bitte mal oder vielleicht sogar aufs Nummer sicher gehende Minute nicht zuhören. So, und dann hat sie gesagt, hat sie den Eimer genommen, weil da schwammen ja noch die Pillen drin. Oh nein. Hat sie den Eimer Alter. Genommen und die nein. Kotze mit den Pillen wieder getrunken. Aber die waren sparsam. Dann hat sie noch gesagt, wir waren sparsam, weil das hat ja Geld gekostet. Also die hat, Alter. Da haben doch die Pillen in den Eimer und in der Kotze rumgeschwommen und die hat es wieder getrunken. Alter, wie geht's? Warum?
So besoffen war ja noch nicht mal ich. Also, ich hab auch schon, also Mann, ich hatte auch mal eine wilde Phase, wo ich dann jeden Tag Halifax war. Eine wilde Phase? Wild, ohne so mich. Wenn du mich noch vor ein paar Jahren gekannt hättest, ey, du, das ist ein ganzes, ganz krasses Gegenteil von mir, von jetzt. Also wirklich, da war... Jetzt hat der mich den Berg runtergeschossen. Da war wirklich eigentlich bei uns fast täglich Halligalli-Drecksau-Party. Mucke aufgedreht bis zum geht nicht mehr, bis mitten in die Nacht, gesoffen, gefeiert. Also volles Programm. Da gab's regelmäßig Ärger mit der Polizei. Wegen Ruhestörung und allem.